Guten Morgen, ich begehe schon mal Verrat an der Prämisse dieses Videos, denn in dieser Tasse befindet sich kein Kaffee, sondern Tee. Ich möchte ja gleich mal mit einem Kommentar anfangen, der gestern oder war es schon vorgestern, vor das letzte Video gepostet wurde und dann magischerweise verschwunden ist. Und ich hatte es nicht gelöscht und hatte mich an den Urheber gewandt und gefragt, warum er diesen Kommentar gelöscht hatte, weil es ein guter Kommentar war, über den zu sprechen es eindeutig wert ist. Und da hat er mir dann intern via E-Mail mitgeteilt, dass er ihn auch nicht gelöscht hatte. Das heißt also, eine magische Hand des YouTube-Systems hat den Kommentar entfernt. Also haben wir den Kommentar nochmal hochgepostet, nur um festzustellen, dass der wenige Sekunden später wieder verschwunden war. Also hier ist man wohl auf irgendein algorithmisches YouTube-Zensurproblem gestoßen. Und dass es das gibt, hört man ja schon eine ganze Weile. Als Teil einer YouTube-Initiative, um Hassreden etc. In den Griff zu bekommen. Nur, ich gebe euch mein Wort darauf, an diesem Text hier ist einfach kein einziger Satz, irgendeine Art von Hassrede. Das zeigt ja nur, dass derartige Lösungen, die sozusagen von Maschinen ausgeführt werden, irgendwie auch nicht ideal sind. Und ich hatte ja früher gedacht, dass das mehr eine Art Verschwörungstheorien sind. Das kam ja immer, diese Art von Kritik von Leuten, die ganz große, millionenfache Gefolgschaft in YouTube hatten und sich über diese Dinge beklagt haben. Da dachte ich immer, was geht mich das an? Eure Probleme möchte ich mal haben. Aber ist ja interessant, wenn man damit tatsächlich selbst in Berührung kommt. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, uns mit diesem Kommentar auseinanderzusetzen. Das werden wir jetzt anders machen, indem einfach ich ihn hier vorlesen werde und mich dazu auch ein bisschen äußere, wie ich das so sehe. Also ich lese und kommentiere hier VK48, das ist der User, der mir diesen Kommentar geschrieben hat. Ich unterstelle dir keinen Denkfehler, aber mir ist es zu einfach zu sagen, dass einfache Menschen einfach zu dumm sind, einer Darstellung folgen zu können. Mir ist es zu einfach, Menschen zu beurteilen, die etwas konsumieren, was ihnen anscheinend nicht zusteht. Härte in einer Präsentation oder Diskussion kann dazu führen, dass sich Menschen verschließen. Vielleicht ist es eine schlechte Eigenschaft, wenn sich diese Menschen dann eher den süßeren Klängen widmen. Ich gehe da schon mal dazwischen. Und das Erste, was mir in den Sinn an dieser Stelle kommt, ist, dass es mir persönlich wahrscheinlich auch nicht schaden kann, wenn ich ab und zu mal meine eigene Medizin zu Kosten bekomme. Und ich hatte ja vor geraumer Zeit mich ganze Wochen mit dem Thema logischer Trugschlüsse, oder auf Englisch heißt es Fallacies, beschäftigt und dazu 4 Videos gemacht. Und ich habe mir auch diese Grafik hier erstellt, auf der ich versuche, die gängigen Trugschlüsse, die man in den sozialen Medien so antrifft heutzutage, mal irgendwie systematisch darzustellen. Weil mir das persönlich, wenn ich manch einen Unsinn im Internet lese, hilft, auch schneller den Denkfehler dahinter zu identifizieren und auch zu benennen. Und sicherlich habe ich mich in dem letzten Video, da hat der Autor hier absolut recht, gewisser unflätiger Ausdrucksweise bedient und damit schon mal den Fehler des ad hominem Angriffs getan. Denn in der Tat, ich habe viele Leute als Idioten, Arschlöcher, Dummköpfe, Dümmlinge bezeichnet. Und dabei auch so eine Art Gesamtverhaftung vorgenommen. Das ist ja der nächste Trugschluss oder der nächste Fehler, den man, also ein logischer Fehler, der selten eben nicht dazu beiträgt, dass man bei den Dingen auf irgendeinen grünen Zweig kommt. Das wird hier ganz korrekt gesagt. Zwei Sachen dazu noch. Zum einen, was ich gegenwärtig so tue seit einigen Monaten, also vorweg gesagt, ich bin durchaus ein recht vulgärer Mensch. Ich denke da auch immer an diese Szene aus Amadeus, wo, und ich kann es leider nicht wortwörtlich wiedergeben, aber wo der Bischof von Salzburg Mozart konfrontiert und auch seinen Leumund angreift und Mozart sagt,
Ich weiß, dass ich ein vulgärer Mensch bin, aber meine Musik ist es nicht. Ich habe mich nicht gerade mit Mozart verglichen. Nein, 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 nein. Aber ich kann das naturell vulgärer Menschen nachvollziehen. Was ich aber tue, ist, seit Monaten bemühe ich mich, Beschimpfungen, die tierischer Natur sind, aus meinem Vokabular komplett zu entfernen. Ich bin einfach der Meinung, es steht mir nicht zu, armselige Tiere wie Schweine und Kühe, deren gesamte Existenz auf diesem Planeten letztendlich nur ein endloser Horror ist, auch noch dazu zu verwenden, um Beschimpfungen daraus zu stricken, wie es der Rest der Welt tut. Und das verkleinert natürlich mein vulgäres Vokabular und somit ist zum Beispiel das Arschloch deutlich präsenter in meinem Wortschatz, als es früher war. Das ist aber nicht der Punkt hier natürlich und ich will das auch nicht schönreden, aber ich möchte vielleicht mal doch im Detail darauf eingehen, denn ich habe Leute beschimpft, aber ich habe nicht Leute beschimpft, die zum Beispiel Fleisch konsumieren, so wie das hier möglicherweise gedeutet werden kann. Ich habe ein riesen Problem mit Fleischkonsum, aber ich begreife auch, dass die Aufgabe, falls man sich eine solche stellt, eine gesamte globale Zivilisation in einen vegetarischen Zustand zu überführen, eine immense Aufgabe ist. Und mir ist ja ganz klar, dass diese Aufgabe nicht in 5 Jahren und nicht in 10 Jahren bewältigt werden kann. Wenn da überhaupt ein Jahrhundert reichen würde, wäre das möglicherweise schon sehr schnell. Die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, ob wir so viel Zeit denn haben. Ansonsten, man möge mir ein wenig die Stimmung nachsehen, in der ich mich befunden habe. Meine Schimpfgerade war sichtlich eine Reaktion, eine emotionale Reaktion auf Dinge wie das hier. Und 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 das hier. Und da muss man doch auch vielleicht sagen, dass ich da sehr milde ausgefallen bin. Ich lese hier weiter. Und übrigens ist es absolut richtig, dass natürlich eine ad hominem Attacke insofern kontraproduktiv ist, als dass die angegriffenen Menschen sich noch mehr in ihre verhärtete Meinung zurückziehen und sich umso mehr im Recht fühlen. Und damit letztendlich empfänglicher werden für allerlei Rattenfänger, die dann eben diese, wie hier angesprochen wird, süßlichen Klänge von sich geben. Aber jetzt lese ich mal ein bisschen weiter hier. Greta wühlt auf, gar keine Frage. Greta ist aber ein Instrument, was nicht aus Greta selbst entstand, sondern von einer Entität im Hintergrund geschaffen wurde. Diese Entität erreicht mit Greta und der aus ihr resultierenden Bewegung, dass die dummen Menschen, wie ich es gesagt habe, schon wieder zur Kasse gebeten werden. Und ich bin davon überzeugt, dass sich im Zusammenhang mit unserer Ökobilanz gar nichts verändern wird. Ja, das ist natürlich alles möglich. In der Tat. Aber ich finde ja auch, dass die gesamte Debatte ein wenig auf die schiefe Bahn gerät, wenn man das eigentliche Thema aus den Augen verliert. Somit, mich interessiert nicht, ob Greta eine gelenkte Puppe von ihren Eltern ist oder was auch immer da gegenwärtig so behauptet wird. Erstens, ich weiß es nicht. Und mein Interesse an der Dame geht auch nicht so weit, dass ich jetzt mich zu ihrem Biografen erklären würde. Aber mich interessiert nur, leben wir in einem Zeitalter, das einen 5 Minuten vor 12 Charakter hat, oder tun wir das nicht? Leben wir mehr in einem Steven Pinker Zeitalter, wo letztendlich alles gut wird, weil sich sowieso doch schon seit 100 Jahren alles massiv verbessert, von einem Tag auf den anderen. Also das ist die eigentliche Frage. Das heißt also, wir erleben hier eine Situation, wo irgendwer einen Donut genommen hatte und den Donut hat man der Öffentlichkeit gezeigt. Und jetzt starren sie alle auf das Loch im Donut und können gar nicht davon die Augen abwenden. Aber wir müssen über den Donut reden. Das ist das eigentliche Thema hier. Deswegen, wir dürfen natürlich alle nicht in diese Falle tappen, dass wir uns jetzt nur an einem 16-jährigen Mädchen aus Schweden abarbeiten. Das ist auch nicht in ihrem Sinne und das ist letztendlich in keinster Weise hilfreich. Also somit, das ist ein berechtigter Einwand, den ich hier lese,
Denn wir Menschen haben leider diese ständige Eigenschaft, nicht, uns für Dinge zu erhitzen und zu begeistern. Aber nächste Woche ist dann irgendwie der nächste Gag dran und die eigentliche Message geht da immer wieder ein bisschen verloren. Ja, hier mal der nächste Absatz ist ein kompletter Themawechsel zum Thema Fluchtursachen, also in Bezug auf die zweite Hälfte von meinem Video gestern. Ich habe hierzu keine Lösung anzubieten, aber ich weiß aus meiner Familienhistorie, dass die Familie väterlicherseits aus ihrem Ursprungsland vertrieben wurde, weil sie nach der Glaubenslehre Luthers leben wollte. Das war 1790. Diese Menschen haben über Jahrzehnte um ihr Überleben gekämpft und aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse von der Hand im Mund gelebt. Die Hofstelle konnte die damals übliche Großfamilie, Kinderreichtum nicht ernähren. Einige wanderten ab und kamen erneut in ein fremdes Land, nur um Arbeit zu bekommen und überleben zu können. Dann überrollte sie die Walze des Krieges und nach einigen Jahren wurden sie erneut vertrieben in Richtung Westen. Das in Kürze zu einer schrecklichen Geschichte. Ja, das ist natürlich auch der Punkt, dass jeder von uns auf die eine oder andere Art und Weise das Resultat einer Familiengeschichte ist, die früher oder später auf Migration angewiesen war. Und das gilt für die Deutschen genauso wie für die Tschechen oder für Iren, massenweise teilweise, nicht? Niederländer, Franzosen, also man findet überall Völkerbewegungen. Mal ist das 30 Jahre in der Vergangenheit, mal ist es 300 Jahre in der Vergangenheit. Nun noch einmal zurück zu dem, was wir tun können oder sollten, beziehungsweise sollten. Aus meiner Sicht steht hinter jeder Führung auf diesem Planeten immer ein extrem großes materielles Interesse. Und genau diese Tatsache ist immer der Grund dafür, dass Führer, welcher Art auch immer, sich die genialsten Dinge einfallen lassen, um die einfachen Menschen zu überzeugen. Das Überzeugen ist in Anführungszeichen und deswegen glaube ich, dass der Absatz ja in erster Linie ironisch gemeint ist. Und ich bin, falls ich es richtig verstehe, im Grunde exakt dieser Meinung. Wir leben letztendlich in einem Kult. Also wir sind alle Mitglieder eines Kults. Und dieser Kult basiert auf der metareligiösen Vorstellung, dass diese grüne Zahlenreihe, die da jeden Monat über irgendwelche Server auf unser Konto gebucht wird, dass das eine Form von Realität ist. Ja? Also wir sind eine Zivilisation, die sich komplett dem Monetarismus ergeben hat und der Monetarismus ist die einzige Ideologie, die wir besitzen, die so gehandhabt wird, als ob es extrem obszön sei, sie in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Denn wir alle stehen morgens auf in dem tiefen Glauben, dass Geld eine Realität ist. Und jeder, der diese Doktrin angreift, wird sofort als weltfremd, utopisch, viel zu idealistisch, unsinnig abgetan. Und viele Menschen nehmen den Angriff auf die Geldreligion extrem persönlich, weil sie ja letztendlich tief in ihrem Unterbewussten natürlich ahnen und verstehen, dass sie gezwungen waren, ein ganzes Leben lang an diesen Kult zu glauben. Und das ist ein gefährlicher Blick in den Abgrund, denn da könnte man leicht auf die Idee kommen, dass man ein ganzes Leben lang einer Art Götzen gedient hat. Und doch nie so richtig imstande war, hinter den Horizont zu blicken. Weil diese Art von Zwang die Menschen letztendlich zu Sklaven macht. Und das fühlt sich natürlich so nicht an, weil wir in dieser großartigen, grellen Neonwelt leben und ein Sozialnetz um uns herum haben, das uns halt auffängt, wenn wir ausrutschen. Und das ist auch alles okay so. Und das ist alles nicht ganz so schlimm, wie man es manchmal darstellt. Aber das Problem dabei ist, dass wir manchmal übersehen, wie weit unsere Visionen hätten reichen können in den letzten 60, 70 Jahren, wenn wir eben nicht alle kollektive Sklaven des Monetarismus gewesen wären, wenn wir eben nicht beiseite getreten wären, um dem globalen Neoliberalismus einfach den Weg zu geben. Und da bin ich ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der das so empfindet. Ich lese mal hier weiter. Hierzu empfehle ich das Buch von Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Das Buch ist mir zumindest auf Entfernung bekannt und früher oder später wird es wohl bei mir auf dem Stapel landen. Allein deswegen, weil es eine gewisse kontroverse Note hat und das finde ich immer sehr interessant.
Ich kenne ja nur in dieser Richtung Masse und Macht von Elias Canetti, ein bekanntes Buch dessen. Ich bin kein allzu großer Fan von dem Buch. Es ist interessant, das aufzuschlagen und daraus mal ein paar Kapitel zu lesen. Aber ich empfand das immer etwas unfokussiert, mehr so ein Meditieren des Autors über diese Themen. Aber teilweise erreichte mich da keine wirklich allumfassende Aussage zu dem gegebenen Thema. Wie auch immer. Jetzt lese ich mal hier weiter. Wenn ich von Kindesbeinen an derartig stark konditioniert werde, dass ich gar nicht aus der mir übergestülpten Rolle ausbrechen kann, es gibt einige Beispiele dafür auf diesem Planeten, wo Menschen durch menschenverachtende Regeln gequält werden und darauf auch noch stolz sind und diese Dinge selbst überhaupt nicht in Frage stellen. Am Ende meiner Ausführungen stelle ich dann die wichtigste Frage überhaupt: Wer zieht den größten Profit aus den willenlosen, einfachen Menschen auf diesem Planeten? Mit dieser Frage beschäftigt sich Greta nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist gleichzeitig auch ein sogenannter Nirvana-Trugschluss. Ein Nirvana-Trugschluss basiert darauf, dass man von einer Person, die uns eine gewisse Frage stellt oder eine gewisse Antwort gibt oder eine gewisse Position präsentiert, dass wir sie dadurch zu entkräften versuchen, indem wir zu große Erwartungen dieser Person aufbürden. Es ist nicht Gretas Aufgabe, sich um das Bankenwesen zu kümmern. Es ist nicht ihre Aufgabe, ein Heilmittel gegen Krebs zu finden. Das ist keine messianistische Figur. Sie hat sich im Gegenteil eine klare Rolle ausgedacht und diese Rolle füllt sie aus. Und dabei muss man es auch belassen. Also wir dürfen nicht ständig auf sie projizieren. Ja, aber da kommt ja dann so eine seltsame messianistische Theodizee heraus, so nach dem Motto: Mein Hund ist gestern gestorben, wieso hat Greta nichts dagegen unternommen? Also, das ist jetzt natürlich etwas polemisch argumentiert, aber letztendlich darf man jetzt auch nicht zu viel davon erwarten, dass jemand, dass eben ein Teenager sich an die Spitze einer Bewegung dieser Art gestellt hat. Wichtig ist, ob eine solche Bewegung funktionsfähig ist, wenn dieser Teenager wieder mehr in den Hintergrund tritt und vielleicht mal zurück in die Schule geht und eine Ausbildung macht oder etwas studiert. Denn in der Tat, wenn diese ganze Friday for Future Sache nicht funktionieren würde ohne Greta, dann ist das ein Riesenproblem. Denn es ist in der Tat gefährlich, wenn Ideen von charismatischen Schlüsselpersönlichkeiten komplett abhängig sind und ohne sie dann sofort zusammenfallen. Das ist wahr. Ja, da wollte ich jetzt mal nur so ein bisschen drauf eingehen. Man könnte natürlich noch viel, viel mehr dazu sagen. Aber es ist natürlich eben alles das heiße Thema, das uns jetzt alle beschäftigt. Ich habe hier noch einen zweiten Kommentar. Zu dem wollte ich vielleicht mal auch was sagen. Der kommt von Christoph und der schreibt hier: Anbei meine Sichtweise. Greta mit ihren hehren Zielen erinnert mich etwas an Savonarola. Sein Fanatismus wurde ihm dann zum Verhängnis. Kinder dienten ihm damals als Sittenwächter und beschlagnahmten wertvolle Güter der Adligen und Bürger. Heute wären dies dann Autos, Reisekataloge, Handys. Wollen wir das? Bei aller Kapitalismuskritik, ohne Kapitalismus wäre ein schneller Fortschritt nur sehr schwer vorstellbar. Die Gier nach Ruhm und Geld erzeugt für viele Mitmenschen große Anreize. Das geht jetzt noch weiter, aber ich möchte jetzt hier schon mal dazwischen gehen. Ich versuche den Text sehr genau zu lesen und somit auch die richtige Semantik daraus zu extrahieren. Denn wenn der Verfasser hier schreibt, Greta mit ihren hehren Zielen erinnert mich etwas an Savonarola, dann will ich es wörtlich lesen. Und mit wörtlich meine ich, dass ich korrekt zu lesen glaube, dass Christoph hier nicht Greta mit Savonarola vergleicht, sondern dass er eben unter dem Eindruck steht, dass sie ihn an eine solche Gestalt erinnert. Also eine deutlich mildere Formulierung als ein unmittelbarer Vergleich oder eine Analogie. Und ich glaube, da liege ich richtig. Und warum lege ich da so einen Wert darauf? Nun, erstens, ich denke da an Oswald Spengler, der mal gesagt hat, bevor man eine historische Analogie vollführt,
sollte man sich 10-mal überlegen, ob man es wirklich tun möchte, weil die Wahrscheinlichkeit so groß ist, dass diese Analogie vollkommen falsch ist. Historische Vergleiche sind ein extrem empfindliches, schwieriges Thema und sie klappen ja fast nie. Es gibt historische Analogien, aber die setzen ein unglaubliches Wissen oder eine extreme Sachkenntnis beider miteinander verglichener historischer Sphären. Ich bemühe mich, auch wenn das nicht immer gelingt, historischen Vergleichen immer aus dem Weg zu gehen, weil es auch so leicht ist, historische Vergleiche zu entkräften. Man muss ja nur tiefer dann in das jeweilige Material gehen und merken, ja, das funktioniert nur an einer sehr, sehr polemischen Oberfläche. Das andere Problem ist, in den letzten 48 Stunden ist Greta mit allem Möglichen verglichen worden, nicht? Sie ist mit Josef Goebbels verglichen worden, sie ist mit Honecker verglichen worden, sie ist mit Hitler verglichen worden. Ich weiß nicht, also wenn jetzt die Leute einfach alle in ihre Archive gehen und nach den größten historischen Monstern suchen, um sie mit Greta zu vergleichen, dann fragt man sich natürlich schon, ob das nicht eine etwas übertriebene Keule ist, die da geschwungen wird und das kann man dann letztendlich auch nicht so ernst nehmen. Deswegen, ich lese das jetzt nicht so, dass hier Greta mit einem Mann der Renaissance verglichen wird, der heute eindeutig den Status eines Terroristen hätte. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Noch zu dem Thema Kapitalismuskritik. Ja, das ist natürlich diese klassische. Es ist natürlich, also da schwingt auch wieder Steven Pinker mit und das ist ja diese klassische Doktrin, so nur die gepäppelten, gemästeten Kinder des Kapitalismus sitzen ständig da und keifen dagegen, obwohl sie dem Kapitalismus alles zu verdanken haben. So einfach ist das aber nicht. Sogar wenn man dem Kapitalismus seine historische Rolle zugestehen möchte, und das kann man in gewisser Weise schon tun, denn als ein System, dessen vorrangige Aufgabe darin bestand, die wirtschaftlichen Strukturen von Feudalismen abzulösen, war das ein gutes Pferd, um drauf zu setzen. Ganz eindeutig. Also ich gehöre nicht zu jenen, die einfach quer durch die Bank ständig sozusagen nur den Kapitalismus verdammen, als wäre der Kapitalismus an allem auf dieser Welt schuld. Das ist er eindeutig nicht. Die Frage, die aber Leute wie ich und gerade meine Generation sich seit vielen Jahren jetzt stellt, ist, ob der Kapitalismus seine heilsame Funktion gegenüber der Gesellschaft nicht schon längst, längst, längst überwunden hat. Also ob das einfach ein Blick auf einen Kapitalismus der Jahrhundertwende ist, der Belle Epoque, ein Kapitalismus der Nachkriegszeit, von diesen Firmeninhabern, von diesen gestaltenden Geschäftsleuten, von dieser alten Garde der Konzerngründer sehe ich ja heute nichts mehr. Wirklich? Das sind ja alles heutzutage irgendwelche Erben und irgendwelche Leute, die nur durch negative Schlagzeilen auffallen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das dann so stimmt. Denn der Kapitalismus scheint stellenweise vollkommen jegliche argumentative Grundlage eingebüßt zu haben. Und seine Vertreter verfallen dann einfach nur noch in irgendwelche bizarren, verbohrten Attacken. Mit anderen Worten, jeder, der auch nur ansatzweise für irgendeine Richtung ist, die nicht neoliberal ist, die nicht Richtung Steuerbegünstigungen für Reiche und Sozialabbau und Bankenderegulierung geht. Jeder ist sofort auf diese Art und Weise zu einem Kommunisten gebrandmarkt und ein Stalinist und so weiter. Also da frage ich mich natürlich schon, ob der Kapitalismus, insbesondere weil ich ja eben zu dieser Generation gehöre, die in mehreren Phasen den Turbokapitalismus, also diesen vollkommen entfesselten, wahnwitzigen und vollkommen abstrakten Kapitalismus mit seinen darauffolgenden Krisen erlebt haben. Und da muss ich sagen, die progressiven Eigenschaften des Kapitalismus sehe ich heute einfach nicht mehr. Also das hat sich jetzt ausgebrannt. Das ist etwas, was seinen Stellenwert im 20. Jahrhundert hat. Die Frage ist nur, wie gehen wir jetzt weiter? Weil diese alten Pferde da ständig zum Wasser zu peitschen, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Also die Armuts Schere wird einfach zu groß dafür sein und diese global voranschreitende Aufreibung der Mittelschicht, die man überall so sehen kann, das wird nicht so unbedingt gute Ergebnisse nach sich ziehen. Und wie ich so gerne sage, oder nein, noch besser, ich möchte mal ja den schottischen Ökonomen Mark Blyth zitieren,
der, und ich übertrage das mal sozusagen in eine deutsche Semantik, der gesagt hat, vergessen wir nicht, dass Grünwald eine sehr schwer zu verteidigende Stellung ist. Und damit meine ich, dass ein Viertel wie Grünwald, das ist so ein Reichenviertel in München, ganz komisch aussieht, wenn da erstmal 200.000 Leute mit Knüppeln in der Hand durch die Straßen strömen. Also abwarten, was der Kapitalismus noch zu bieten hat. Ja, das wiederum schafft Fortschritt mit allen Vor- und Nachteilen. Ohne diesen Wohlstand für einen Teil der Menschen könnten wir kaum philosophische Betrachtungen betreiben. Im idealen Kommunismus, in der Realität nicht möglich, würden wir möglicherweise glücklich und zufrieden leben. Wissenschaftliche Forschung, Erfindungen brauchen jedoch den Wettbewerb. Ja, da ist schon viel dran. Also es ist zumindest etwas, worüber ich viel nachdenke, weil es uns die Frage stellt, sind wir Menschen ständig davon abhängig, dass uns immer so ein bisschen eine gewisse Faust im Nacken steckt. Und damit meine ich, das ist ja auch wie das Thema Grundeinkommen, nicht? Die Gegner des Grundeinkommens sagen, ja, da schenkt man Leuten Leben, dann arbeiten noch weniger. Die bleiben dann einfach zu Hause und sagen, endlich. Und damit gesteht man sich ja ein, natürlich indirekt, dass es tatsächlich eine Form von Sklaverei ist, denn als Obszönität wird betrachtet, dass man daran nicht partizipiert, weil man ja selber weiß, dass man einfach diese Ketten nicht ablegen kann. Also gönnt man es dann auch anderen nicht und regt sich dann darüber auf. Es ist ein Riesenfass, das hier angesprochen wird. Und ich zaudere ein bisschen, mich darauf einzulassen, weil ich ja plötzlich andere Büchsen der Pandora öffnen müsste, über den Zeitgeist-Movement sprechen und gewisse sozusagen postkapitalistischen Gesellschaftskonzepte, die von anderen Leuten ersonnen wurden. Und denn nicht jeder ist der Meinung, dass das tatsächlich eine Richtung ist, die ewig so perpetuierbar ist, dieser Glaube an den endlosen Wachstumsprozess und dieses ewige Steigerung, diese ewige Steigerung der Dividende. Ich meine, vernünftige Leute werden alle ganz sicher zugeben, dass wenn irgendwo irgendwer seine Dividende steigert, dann nur deswegen, weil irgendwo am anderen Ende jemandem seine Dividende weggenommen wird. Und das sind dann sozusagen die faulenden Elemente unter dem Teppich, über die nicht so viel gesprochen wird. Und die Frage ist, ist das, wie die Zivilisation aussehen soll? Ist das, wie wir in eine Zukunft schreiten möchten, als diese gierigen Wesen, die unentwegt immer erstmal an sich selbst denken, weil ich könnte ausrutschen. Und es ist ja auch so ein Problem, nicht? Wir leben angeblich in diesem Wohlstand, aber wie viele Tage Ausrutschpuffer haben die meisten Menschen? Ja, manche haben nur einen Monat vielleicht. Ich meine, wie lange kann man ohne Einkommen auskommen in dieser Art von Gesellschaft, bevor dann die volle Härte dieses Unterbauchs des Kapitalismus zur Geltung kommt? Weil wenn man erstmal beginnt, da abzugleiten, aus diesem so tollen System, das uns so stimuliert, besser zu werden, wenn man beginnt, erstmal abzugleiten, das ist kein schöner Anblick. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht erst anfangen, all die Düsterkeiten hier aufzugreifen, die man ebenso dem Kapitalismus natürlich zurechnen muss. Und reden wir gar nicht erst darüber, wie viel wir uns in die Taschen gelogen haben, indem wir so getan haben, als ob unsere Prosperität ausschließlich ein Teil dieses lokalen ökonomischen Wirbelwinds sind, den wir so entfacht haben. Während wir natürlich Monate, Jahre und Jahrzehnte irgendwo in fremden Ländern einfach den Boden aufgebrochen haben und deren Ressourcen entnommen und zu uns gebracht haben. Also in Form eines Raubrittertums, wo sogar Genghis Khan wahrscheinlich neidisch werden würde. Also das sind alles verschiedene Facetten dieses Themas und es ist mir fast jetzt ein bisschen zu groß, um darauf einzugehen. Zumal ich eher bei Greta jetzt bleiben wollte, als jetzt hier einen großen Kapitalismusdiskurs zu betreiben. Die andere Sache, die ich interessant finde, ist das mit den philosophischen Betrachtungen. Also da ist ja diese Idee, der Kapitalismus schafft erstmal dieses weiche
sozialökonomische Kissen, auf dem wir sitzen können und überhaupt diese Muße haben, über uns nachzudenken und wohin wir wollen. Ja, das ist interessant, wobei ich sagen würde, so die großen philosophischen Gedanken dieser Zivilisation wurden alle vorher, vor dem Kapitalismus formuliert und nicht alle, aber letztendlich ist das nicht unbedingt ein allgemeingültiger Mechanismus. Viele große Philosophie entsteht ja oft auch aus unmittelbaren prekären Zuständen. Und ob wir immer den Wettbewerb brauchen, ja, das ist jetzt mal die Frage. Also das ist eine Diskussion, die eben auch im Geiste des Grundeinkommens ständig geführt wird. Ich habe da jetzt keine klaren Antworten. Das ist einfach eine Debatte, die läuft. Die Frage ist doch eher, wie lange kann man eine Gesellschaft ökonomisch auf der Basis des reinen Herumkonsumierens noch durchmogeln? Das mag ja eine Weile so gehen. Aber ist das wirklich ein nachhaltiges Konzept, das funktioniert? Und gibt es da irgendwo einen Abgrund, den uns Steven Pinker verheimlicht hat? Ich meine, ich lebe hier auf dem Lande, also so richtig auf dem Lande. Ich schaue hier aus dem Fenster, egal auf welcher Seite ich aus dem Fenster schaue, ich sehe einfach nur Felder bis zum Horizont. Diese Horizontlinie wird gelegentlich durchbrochen mit den spinnenbeinenartigen Resten dessen, was früher mal der Steigerwald war, aber ich sehe einfach nur landwirtschaftliche Fläche. Jetzt muss man aber nicht auf die Idee kommen, dass das hier jetzt irgendwie so die Weizenkammer Deutschlands ist und so wie ich ja wahrscheinlich am Anfang so über Landwirte hier so gedacht habe, als ich hierher kam, so voller Ehrfurcht, so das sind ja endlich mal Leute, die irgendwas wirklich Anständiges machen und ich, der Spinner aus der Großstadt, der immer nur irgendwelche Werbeagenturen gekannt hat, der ist ja eigentlich so ein bisschen ein Nutznießer des Systems und so ein Schmarotzer. Solche Gedanken kann man ja bekommen, wenn man sich erstmal so hier mit der rauen Wirklichkeit des Landlebens konfrontiert. Das Ganze hat aber natürlich einen Haken. Egal, wohin man hier schaut, in welche Richtung man guckt, da wird nirgendwo, da werden mit geringen Ausnahmen, da werden nirgendwo Nahrungsmittel für Menschen angebaut. Das ist alles nur Tierfutter. Wohin das Auge reicht. Tierfutter, Tierfutter, Tierfutter. Und dafür haben wir sozusagen diese ganze Landschaft hier aufgebrochen und gerodet. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, ob das die Art ist, wie wir leben wollen. Also wie viele sozialökonomische Realitäten eben jenseits dieses kapitalistischen Propagandaliedchens, wie viele sozialökonomische Realitäten sehen für uns ganz anders aus, wenn die Leute zum Beispiel 80% weniger Fleisch essen würden. Wenn das hier alles echte Anbaufläche wäre für Biodiversität und mehr wieder ein Teil der Natur. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine kleine Impression, die mir so durch den Kopf ging, wo ich das gelesen habe. Sonst treten wir immer weiter auf der Stelle. Persönlich wäre ich damit schon zufrieden, wenn alle Menschen so gedacht und gehandelt hätten, wären wir jetzt entwicklungsgeschichtlich noch in der Steinzeit. Das wäre dann wirklich ein nachhaltiges Leben. Wir essen nur das, was wir persönlich erlegen und von Sträuchern und Bäumen pflücken. Andererseits wären wir der Natur komplett ausgeliefert und könnten nur durch perfekte Anpassung überhaupt überleben. Keine Übertreibungen, immer das rechte Maß halten, wusste schon zumindest Aristoteles. Nun zu Afrika. Keine Lösungen, nur Ansätze. Sachleistungen und Schulungen vor Ort, Pflanzensamen, Ackerbaugeräte, Nutztiere, Brunnenbau, Schulungen, Solaranlagen. Hilfe zur Selbsthilfe wäre ein Ansatz. Es gibt schon Organisationen, die das schon ausführen. Jene sollten mehr unterstützt werden. Ein kompletter Zins- und Schuldenerlass wäre nötig, damit die afrikanischen Staaten dann finanziell gesehen wieder besser atmen können. Den Bevölkerungszuwachs durch massive Aufklärung bremsen. Jener Zuwachs macht ansonsten viele Bemühungen zunichte. Faire Handelsverträge auf Augenhöhe. Weitere Anregungen sind willkommen. Ja, das ist schon alles nicht so falsch und ich bin ja auch nicht derjenige, der Meinung ist, wir sollen zurück zur Natur gehen. Ich habe immer ein bisschen das Problem, wenn man die menschliche Zivilisation so in eine Richtung lenken möchte, wo wir uns quasi wieder der Natur nähern, weil das eine Illusion ist. Also ich bin kein Naturfreak. Ich mag Technologie. Aber ich kann auch nicht über die Tatsache hinwegkommen, dass dieses wunderbare, faszinierende Geschenk namens Internet, das so nachhaltig gerade für meine Generation war, also das sozusagen begonnen hat zu blühen in jener Zeit, als ich 22, 23 Jahre alt war, also in der Zeit, als Handys noch so groß waren und
diese Idee, mit der ganzen Welt kommunizieren zu können und Ideen miteinander zu teilen und Kunst und Kultur miteinander zu teilen, eine unglaublich romantische, faszinierende Aufbruchszeit. Ja, aber davon ist ja nicht mehr so viel übrig, nicht wahr? Was sind denn jetzt die zentralen Themen der ganzen Sache? Massenüberwachung, bizarre Algorithmen, Fragen der Zensur, Hassmails. Ja, von diesen Themen hatten wir damals in dieser romantischen Zeit einfach nichts vor uns. Und der Gedanke liegt nicht weit entfernt, dass die Sache dann begonnen hatte, sich langsam in einen riesigen Haufen Scheiße zu verwandeln, als der Kapitalismus eingestiegen ist und gesagt hat, oh, das müssen wir uns auch noch einverleiben. Ja, und heute ist Internet in Wirklichkeit ein emotionales Sorgenkind einer globalen Zivilisation. Es hat natürlich immer noch all diese guten Eigenschaften und natürlich hat man den Vorteil, dass so jemand wie ich sich im Grunde eine relativ luftdichte Informationsblase bilden kann und wenn ich unter keinen Umständen möchte, dass ich diesen ganzen Alltagsmüll, der da so passiert, diesen Nonstop Internet-Wirbelsturm aus Fake News und Beleidigungen und intriganten Machenschaften. Wenn ich das nicht sehen möchte, dann ist es tatsächlich mehr oder weniger möglich, das irgendwie auszublenden mit technischen Hilfsmitteln. Das stimmt schon. Aber das ändert nichts daran, dass hier eine ganze neue Generation aus Jugendlichen damit konfrontiert wird und sich eben darüber polarisiert. Und deswegen gehen dann manche einfach mal am Freitag nicht in die Schule, weil sie sagen, wir sind nicht einfach nur irgendwelche Konsumschweinchen, die jetzt einfach nur das futtern werden, was hier uns in den Internet-Trog wirft, sondern wir haben unsere eigenen Visionen, was die Zukunft betrifft. Und was hier so diese Ratschläge für Entwicklungshilfe in Afrika betrifft, das ist alles absolut legitim. Also ich habe da kein Problem damit. An manchen Stellen würde ich dann mal natürlich sagen, man müsste damit endlich mal in richtiger Form anfangen, denn ich glaube, ohne da jetzt ein Fachmann dafür zu sein, dass viele Programme mit hehren Zielen anfangen, aber letztendlich sind es dann oft Mogelpackungen und Mogelpackungen, die dazu führen, dass einzelne Individuen sich daran bereichern. Zum Abschluss vielleicht noch eine Passage aus diesem Buch, Die neuen Grenzen des Wachstums, das ich letzten Mal schon gezeigt habe. Da habe ich aber fälschlicherweise gesagt, das Buch sei von 1992, was ja immer noch ziemlich cool wäre. Denn in Wirklichkeit, 1992 ist es in Deutschland erschienen, in dieser erweiterten Neuauflage, aber das Buch wurde 1972 geschrieben. Und ich möchte ja mal eine Passage daraus hier vorlesen, weil die sehr gut auf das ganze Gesprächsthema hier einzahlt. Visionen zu haben bedeutet, sich vorstellen zu können, was man eigentlich haben will und sehen möchte. Nicht das, was uns herkömmlich als begehrenswert gelehrt worden ist und auch nicht das, was man nach gemachten Erfahrungen nunmehr vernünftigerweise haben will. Echte Visionen sind frei von Überlegungen, ob das auch machbar ist, frei von Unglauben und erfahrenen Enttäuschungen. Die Vorstellungskraft bewegt sich ungehemmt durch den Raum der Träume. Besonders jungen Menschen gelingt dies oft spielend und überzeugend. Manche Leute empfinden dagegen Visionen oft als schmerzlich, denn die Vorstellung, was es sein könnte, kann das, was nun mal ist, noch unerträglicher machen. Viele werden niemals zugeben, dass sie Visionen und Vorstellungen haben, weil sie befürchten, dass sie dann als unrealistisch gelten. Sie werden wohl auch diesen Abschnitt nur widerwillig zur Kenntnis nehmen, sofern Sie ihn überhaupt lesen. Außerdem sind viele Menschen durch ihre Lebenserfahrungen innerlich so ernüchtert, dass sie Visionen einfach für unmöglich halten. Und das ist in Ordnung. Solche Menschen braucht man auch. Visionen benötigen als Gegengewicht die Skepsis. Ganz im Sinne der Skeptiker müssen wir einräumen, dass es für die Weltgemeinschaft nicht möglich ist, den Weg zu einer aufrecht erhaltbaren Gesellschaftsstruktur visionär zu erkennen. Visionen ohne Handeln sind nutzlos. Aber das Handeln ohne Visionen hat kein fassbares Ziel. Visionen sind absolut erforderlich zur Motivierung und Lenkung des Handelns. Visionen, die von vielen Menschen gleichartig empfunden und als Ziel anerkannt werden, sind in der Lage, neue Systeme zu schaffen.
Also soweit Donella und Dennis Meadows in ihrem Buch Die neuen Grenzen des Wachstums. Also im Grunde vor 50 Jahren geschrieben. Ich habe natürlich noch hier allerlei Sachen auf dem Desktop, die mit der Presse zu tun haben, aber das wird ja eine sonst etwas zu lange Session, fürchte ich, und vielleicht mache ich das eher in zwei Schritten. Somit erstmal ein Cut. Bis bald.